weil mich die Literatur interessiert. Ich hätte dann lieber gerne selber schreiben wollen. Aber ich hatte auf einmal keine Sprache mehr. Das Deutsch habe ich gelernt, wollte ich nicht schreiben. Französisch konnte ich nicht gut bekommen. Spanisch habe ich auch gelernt. Ich weiß, als ich in Amerika war und Englisch war ich gut, aber doch war nicht meine Sprache. Ich hatte keine Sprache mehr. Und das war das große Problem. Das wissen Sie nicht, aber ich will lernen. Sie hatten eine komische Sprache, die konnten Briefe schreiben. Dort hatten sie auch vier verschiedene Sprachen. Aus Witz. Aber ich hatte keine Sprache. Unter den vielen, vielen Menschen, die Sie in Paris kennengelernt und fotografiert haben, war ja auch der große James Joyce. Ich habe ihn kennengelernt, eines Abends beim Abendbrot. Adrien Monnier hat einige ihrer Freunde eingeladen und darunter war auch Joyce seine Frau. Und mich hatte das sehr interessiert, denn ich hatte bereits seine Kurzgeschichten gelesen. Und außerdem bat mich Life Magazine, doch ein paar Aufnahmen zu machen, denn man sprach sehr viel von seinem nächsten Buch, Finnegans Weg. Und da wollten sie eben auch von mir Fotografien haben. Ich saß Joyce gegenüber, er war ein sehr großer, etwas schon gebückter Mann, aber er war noch in den 40ern, er war ganz alt. Und hatte aber einen unsicheren Gang, weil er nämlich fast erblindet war, müssen Sie. Und man hatte mir erzählt, dass er 12 Operationen schon hinter sich hatte. Aber das ist natürlich für einen Schriftsteller eine Katastrophe. Und dann hatte ich auch das Manuskript gesehen. Und das Buch, der war auf den schwarzen Listen in Amerika, in England, in Frankreich, in Deutschland, überall. Wegen Unzüchtigkeit. Ja, man wollte das Buch nicht und daran nehmen, kann man nur lachen. Aber damals war es noch so. Und erinnere ich mich, weil Joyce zu Virginia Woolf und ihrem Mann ging, die hatten ja die Hobbit-Presse in London. Und die hätten gesagt, dann, wenn wir ihr Buch veröffentlichen, dann kommen wir ins Gefängnis. Und hat es abgelehnt. Und dann hat er einen Amerikaner gefunden, der hat ihm sehr viel Geld versprochen. Und da hat er mit dem den Vertrag gemacht, ohne überhaupt nur Sylvia Binch zu benachrichtigen und irgendwas zu tun oder mir eine Entschädigungssumme zu geben, nichts. Und da würde ich ihre ganze Gesellschaft kaputt gemacht. Alles, was ich hatte, in dem Buch. Für das Buch ausgewählt. Sie lebten also damals schon einige Zeit in Frankreich und da kam doch die Zeit, wo Ihr deutscher Pass ablief, während der Nazizeit. Haben Sie versucht, den zu verlängern? Tja, ich bin auf die Botschaft gegangen, aufs Konsulat und da standen schon eine ganze Reihe von Menschen, die das auch wollten. Und hinter dem Schalter war eine Dame. Und sagt, geben Sie mal her, Passsprecher. Er hat sie für echt nicht angesehen. Die Höhle wurde zerrissen und sagt, Sie haben kein Pass mehr.